Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es geht heute ja darum, wie wir das die letzten Jahre immer gemacht haben, einmal eine Beurteilung von Jungen, von der Studienstiftung her, wo, sage ich, wir haben Sie die Konferenz empfunden, so also ein bisschen Berichterstattung, aber Sie können gestalten, wie Sie wollen, Sie können kritisch sein, Sie können nur loben, das ist immer überlobt. Ich nehme an, die heutigen Jungen, die hier an der Konferenz sind, ich habe gerade Feedback durchgeschaut, aufgrund von der Umfrage hinter drin. Und haben sehr festgestellt, dass sehr viele sehr kritische dabei sind, was auch gut ist. Aber lustigerweise sind die Kritischen fast alle anonym. Ohne den Namen zu nennen. Und die, die gelobt haben, haben den Namen gesagt. Wieder eingeladen werden. Das ist nicht generell so, aber mehrheitlich so. Und darum freut es mich heute sehr, dass die zwei jungen Damen heute bei uns sind. Frau Anna Stützig, genau. Wirtschaftswissenschaftlerin im Master, Uni Zürich. Noch ganze Haufen, die sie nebenbei macht, bis zu der Flüchtlingsbetreuung. Sie sehen, die jungen Damen machen eben vieles. Und Clara ist EPFL, Bachelor Elektrotechnik, also eine Ingenieurin, eine junge Bachelor, die jetzt aber noch einen Bachelor gesagt hat, jetzt mache ich noch etwas anderes und gehe arbeiten oder schauen und dann irgendeine steige ich dann vielleicht wieder rein. Oder ich mache eine so eine Karriere, dass ich gar nicht mehr die Uni weitermache, sondern einen Bachelor bin und dort aufbaue. Also Sie sehen, im Moment habe ich gerade gehört, Sie haben noch ein paar Stunden frei, wenn jemand einen schönen Job hat, dann sind Sie vielleicht nicht ganz abgenommen. Wenn es spannend ist. Okay, das ist die Einleitung. Sie haben ja den kurzen Lebenslauf von diesen zwei Damen in der Einleitung gesehen, und ich nicht gerne wiederholen. Ich möchte lieber Sie jetzt hören, was Sie uns, wie Sie es empfunden haben und was Sie uns sagen haben oder wenn Sie sagen. Und nachher können wir noch diskutieren. Wir gehen noch 5:05, hören wir definitiv auf, nicht Diskussion, und dann gehen wir essen. Dann sind zwei von euch dazu. Genau, tipptopp. Okay. Danke vielmals. Danke vielmals. Dann mache ich da doch gerade weiter. Sehr geehrte Damen und Herren, ebenfalls von meiner Seite. Ich finde es sehr schön, auch gerade Schweizerdeutsch zu reden. Wenn ich zu leise bin oder so, müssen Sie es einfach sagen. Ja, Clara und ich sind dieses Jahr das erste Mal an der Konferenz Akademie Engelberg gewesen. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt, als junge Leute, als Frauen, als Neumitglieder. Wir haben das Gefühl gehabt, es ist ein sehr hierarchieloses Zusammentreffen. Man kann sehr schön in Gespräche eingehen, sowohl im Plenum als auch in Einzelgespräche. Das auch vielleicht so vorab. Wir werden hier jetzt so ein bisschen Gedanken von uns sagen, sowohl inhaltlich als auch zu der Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist, was wir gut gefunden haben, was wir aber vielleicht auch eben gerne da auch dann können diskutieren. Genau. Ich bin vorgestellt worden als junge Ökonomin in Ausbildung. Vielleicht noch lustig und auch gerade vorab zum Erzählen, vor 2 Jahren habe ich noch Psychologie studiert. Ich habe dort auch den Bachelor gemacht und es ist immer noch spannend, wenn damals Leute mich gefragt haben, was ich so mache und ich sagte, ich studiere Psychologie, ist das mit grossem Interesse verbunden gewesen und gleichzeitig auch so mit leichter Vorsicht und der Frage und das heisst, du liest jetzt meine Gedanken, oder? Und dann, wenn man das dann so ein bisschen beruhigt hat und gesagt, nein, erstmal könnte ich das nicht und zweites Mal will ich es so nicht sagen, ist dann auch häufig eben sehr grosses Interesse gekommen, was denn das bedeutet, wie eben der Mensch jetzt funktioniert, wie das jetzt mit dem Hirn sage. Und jetzt, seit einem Jahr, seit ich Wirtschaft studiere, kommt auf die Frage, was ich so mache, und ich sage, Wirtschaft kommt dann oft, okay, das ist so Mathe und so, oder? So ein bisschen Modell. Und es kommt dann auch sehr oft, wenn ich eben sage, ich habe vorher Psychologie studiert und nachher Wirtschaft, der Herr Gattiker hat gesagt, da haben Sie gerade noch zur richtigen Zeit den Rang gefunden. Galliker, Entschuldigung. Entschuldigung. Haben Sie gerade zur richtigen Zeit noch den Rang gefunden? Bei anderen Leuten kommt eher, da sind Sie ja von der Guten zu der Bösen gewechselt. Und ich finde es noch spannend, wie die Wahrnehmung von der Wirtschaft auch eben genau unter Jungen sehr stark ist. Es wird als etwas sehr Abkopplungs wahrgenommen, als etwas sehr Komplexes. Und oft kommt dann eben eine Frage, wenn ich so ein bisschen sage, es geht um Modell und um wie die Gesellschaft zusammenlebt, dann eine Frage, ob ich dann in die Politik will. Und vom Hintergrund her passt das zwar auch noch, aber es ist trotzdem, ich finde es noch spannend, wie viel Kompetenz Leute zugeschrieben wird, die sich Ökonomin oder Ökonomen nennen. Und soviel ich weiß, ist das gar nicht so ein ganz geschützter Begriff. Aber wie auch immer, es ist noch spannend, wie wenn es
um gesellschaftliche Themen geht, wenn die Ökonomie oder ein Ökonom, eine Ökonomin mitredet, wird das häufig als sehr, sehr stark gewichtet. Es geht dann plötzlich um den Arbeitsplatzverlust, es geht es tut der Wirtschaft nicht gut, wir müssen KMU stärken. Das kommt sehr oft, kommen die Argumente, wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es um das Wirtschaftssystem geht. Und ich finde das sehr spannend und ich glaube, wir müssen uns auch sehr bewusst sein, was das für eine Verantwortung bedeutet. In der Schweiz hat es die grosse Tradition von KMU, wo die Leute, also KMU und eben auch Genossenschaften, wo die Leute als Bürger sich als Staatsbürger, Staatsbürgerinnen verstehen und eben auch das Gefühl haben, wenn es um einen politischen Diskurs geht, tun sie sich in der ganzen reingeben und sie tun so abstimmen, dass es eben nicht einfach nur zu ihrem eigenen Wohl ist, sondern eben vielleicht auch zum Gesamtwohl. Und ich finde eben, wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Ökonomie prägt einen Großteil von unseren Entscheidungen, wenn es um ein gesellschaftliches Problem geht und dann eben auch in unserer Demokratie um eine politische Entscheidung. Und darum finde ich das super spannend, dass die Akademie Engelberg das Thema Future Economic Systems aufgenommen hat. Die Wirtschaft ist in den letzten paar Jahren auch wieder sehr als Präsenzthema gewesen mit der Wirtschaftskrise, mit der Frankenstärke, mit Jugendarbeitslosigkeit. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie das in Zukunft auch könnte aussehen. Ich bin drum. Jetzt habe ich natürlich den Point immer vergessen. Ich habe das Zitat ausgewählt ganz am Anfang, eben weil ich gefunden habe, jetzt die Economy, das schicken wir da oben und die anderen verstehen es eben vielleicht trotzdem auch nicht so ganz. Und es ist wahrscheinlich auch unsere Aufgabe als Ökonominnen und Ökonomen, versuchen, die komplexen Modelle, die zum Teil aber auch sehr vereinfacht sind, irgendwie so anzuwenden, dass sie im Zusammenhang mit der Gesellschaft irgendwie aufgehen können. Wir haben an der Konferenz über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Future Economic Systems ist ein riesiger Begriff und es lässt die Möglichkeit, die ganze Fantasie spielen zu lassen oder auch in einem sehr kleinen Bereich einfach nur an Rädchen zu drehen. Wir haben, wir haben irgendwie gehört, dass man in Wirtschaftsmodellen Krisen, wie auch endogen, sollte mal mit einbeziehen. Wir haben auch gehört, dass wir vielleicht das Zusammenleben mit Robotern uns mal so ein bisschen überlegen, wie das könnte aussehen. Wir haben darüber geredet, wie es ist, wenn du deine eigenen Daten Besitzer von denen bist oder eben auch nicht. Und wenn das im Moment als Businessmodell zählt. Wir haben aber auch über zum Beispiel einen Sustainable Wealth Fund geredet. Wir haben darüber geredet, dass zum Teil die Verantwortung für gewisse Bereiche in der Politik eigentlich falsch gelegt ist und dass eigentlich eher die müssen mitreden, die wirklich involviert sind. Das Beispiel ist um den Rhein gegangen, wer redet dort über die Gewässervorschriften. Wir haben auch über Sustainable Investment geredet, aber eigentlich vor allem darüber, eben, dass es sich vielleicht lohnt, eine Investition über 20, 30 Jahre zu machen. Was wir aber eigentlich nicht darüber geredet haben, und das finde ich schon noch spannend, wir haben den Bereich Klimawandel eigentlich nicht, wir haben den Bereich Klimawandel eigentlich fast nicht angesprochen. Der Herr Groth hat ganz am Anfang in seiner Rede den Brundtland definiert. Er sagt, die drei Kriterien von Nachhaltigkeit sind eben Ökologie, sozial und ökonomisch. Und es ist nachher nie mehr in einer Keynote vorgekommen. Wir haben am Abend darüber geredet, in dem Sozialabend hat Frau, haben wir darüber geredet, eben, dass wir das ganze Wachstumsdilemma haben. Wir sind auf den Club of Rome gekommen, aber wir leben auf zu grossem Fuss. Und ich glaube, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Die Schweiz bräuchte im Moment etwa 2,8 Planeten. Und wenn wir über zukünftige Wirtschaftssysteme reden, dann muss das ein Thema sein, dass wir im Moment zu viele Ressourcen brauchen. Und ich glaube, so ein Bereich, auch wenn es an sich wieder ein Thema ist, wo man gut darüber reden kann, ich bin der Meinung, dass wenn wir über Modelle in der Wirtschaft reden, dass der Bereich Ressourcen unbedingt drin vorkommen muss. Und ich möchte jetzt eigentlich, basierend auf dem Thema Klimawandel, auf zwei Bereiche drauf eingehen, die sehr oft genannt worden sind, nämlich den Bereich Regulierung und den Bereich Bildung. Herr Schwarz, der Herr Karrer, Economy Suisse, haben natürlich sehr oft erwähnt, dass die Regulierung ein grosses Problem ist. Es ist auch von ganz vielen Wirtschaftsvertretern sehr oft genannt worden. Ich selber habe ein ganz kleines Start-up und ich sehe manchmal, es ist wirklich extrem mühsam, wenn man so eine Mehrwertsteuerabrechnung machen muss. Und wenn man sich sehr genau daran halten muss, wie das läuft. Und gleichzeitig sage ich auch, wir wissen seit 1972, spätestens seitdem, seit der Club of Rome gesagt hat, hey, irgendwie das mit dem Wachstum, mit den Ressourcen, das funktioniert so nicht so ganz,
wissen wir, dass wir eigentlich anders müssen wirtschaften müssen. Das Problem von der Allmende ist nicht etwas, was es erst seit 2-3 Jahren gibt. Und irgendwie haben wir es trotzdem nicht geschafft, dass Unternehmen und Gesellschaft an sich, unser Konsum, die Probleme einfach so internalisieren. Und man kann sehr gerne über Regulierungen reden, aber ich finde es sehr schwierig, die einfach nur zu kritisieren, ohne selber die Selbstverantwortung wahrzunehmen. Ich habe vor 2 Minuten eine Veranstaltung organisiert mit dem Paul Pullman, dem CEO von Unilever. Und der hat ganz schön gesagt, wenn man es schafft, Glassee CO2-neutral zu rechnen, dann schafft man es eigentlich auch für alles andere. Also wenn man ein Produkt kann verkaufen und sagen, okay, ich kann jetzt dort das CO2 abgolten, dann müsste es eigentlich auch für alle anderen Produkte haben, weil Glassee so ein wahnsinnig CO2-intensiver Prozess ist. Und ich glaube, es bräuchte eben genau mehr Leute, die mit so einer Einstellung ihr Unternehmen führen wollen. Und nicht einfach zuerst mal auf die Regulierung so ein bisschen und sagen, ja gut, wenn die Regulierung nicht da wäre, dann wäre es einfach und dann würden wir dann übrigens schon alles auch selber machen. Der zweite Punkt, Ausbildung. Ich bin absolut 100%ig mit Ihnen übereinstimmend oder auch mit diesen Worten an der Konferenz. Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ein enorm guter Weg, um neue Ideen und neue Konzepte der jungen Generation mit auf den Weg zu geben. Aber es ist einfach ein bisschen einfach. Es ist ein bisschen einfach zu sagen, ja, wir bilden dann die Jungen ausbilden und dann wird es nachher gut in 20, 30 Jahren. Ich komme wieder mit dem Club of Rome 1972, das sind jetzt 40 Jahre. Das heisst, es sind sicher 2 Generationen, die in der Schule waren in dieser Zeit. Und es hat trotzdem noch nicht so wirklich funktioniert. Wir leben immer noch auf zu grossem Fuss. Und wir haben an unserem Einführungsworkshop da innen, gerade kurz vor der Konferenz, hast du mir gesagt, dass da innen ab und zu auch Konzerte gemacht werden. Aber es bringt nichts. Genau. Es bringt nichts, wenn der Dirigent weiterhin nach den alten Regeln spielt. Dann kann das Orchester noch so gut ausgebildet sein. Und noch so neue Ideen reinbringen. Es muss sich trotzdem diesen Regeln fügen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man sagt, wir bilden die Jungen neu ausbilden, aber wir müssen dann eben genau auch die Inputs aufnehmen, wir müssen eben dann die auch ihre Ideen umsetzen lassen. Sei das in der Politik, sei das in einem Verwaltungsrat, sei das in einem Stiftungsrat. Und dann vielleicht einfach noch 2 Sachen mehr zu der Bildung. Ich find's gut, wenn wir mehr Nachhaltigkeit hätten in der Schule. Aber wenn man sieht, wie die Diskussionen zum Lehrplan 21 sind, oder letztes Jahr vor allem gewesen sind, jetzt ist die Vernehmlassungsphase vorbei, sind natürlich wahnsinnig grosse Spektren von Ideen, was man in diesen Lehrplan alles müsste reintun. Und es ist auch eine grosse Verantwortungsabschiebung auf die Lehrpersonen, wenn man sagt, sobald in der Schule gelernt wird, aber dann die Vorbildfunktionen eben im sonstigen Leben nicht funktioniert, dass dann das einfach so funktioniert. Und das Dritte ist, wo ich vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meinem Studium als Volkswirtschaftlerin geben kann. Als Volkswirtschaftlerin muss man immer auch BWL-Vorlesungen besuchen. Und eine davon war so Einführung in BWL und wir haben gesagt, gut, dann haben wir einen Professor gehabt, der so darum gegangen ist, wie die ganze Organisation aufgebaut wäre von so einem Unternehmen. Und er hat die ganzen 10 Vorlesungen konsequent vom Teammanager und der führende, der leitende Angestellte gesprochen. Er ist aber sonst sehr fortschrittlich, ich sage jetzt bewusst sonst, wir haben ihm SMS in seine Vorlesung hineinschicken und er hat sie gelesen und versucht, die Frage zu beantworten, weil es ist genau so eine Vorlesung, wo 1000 Studenten drin sitzen und ein Großteil eben nicht Platz hat im Vorlesungssaal selber, sondern irgendwo verteilt ist in der Uni. Und dann haben wir mal ein SMS geschickt und gesagt, warum er eigentlich immer von der Führungsperson spricht, die männlich ist. Und dann hat er gut reagiert und gesagt, ja, das stimmt, das fällt mir jetzt auf. Und er sei eigentlich in der Gleichstellungskommission von der Uni Zürich. Und ich finde das noch verrückt, aber genau, wenn die Vorbild dann die Ideen, die sie im Unterricht reinbringen und eben nicht einfach nur im Fach Nachhaltigkeit oder im Fach Gleichberechtigung oder was auch immer, sondern dass sie das eben auch tatsächlich leben müssen. Und dass sie das auch tatsächlich in ihrem Alltag mit umsetzen. Genau. Der zweite Teil, den ich auch noch gerne ansprechen will, es gibt natürlich verschiedene Themen, aber was wir an der Konferenz sehr viel darüber gesprochen haben, ist über Arbeit. Aber wir haben eigentlich nie darüber geredet, dass es eben nicht nur Erwerbsarbeit gibt, sondern auch Nicht-Erwerbsarbeit. In der Schweiz ist, glaube ich, etwa 20% der Bevölkerung tut sich tatsächlich auch
nicht bezahlt betätigen. Und das ist jetzt nur die institutionalisierte Tätigkeit. Also das sind nur, wenn man so in Verein ist oder in der Politik. Und da hat ja zum Beispiel Herr Reichenberger noch einen spannenden Vortrag gebracht, wie man Leute wieder bringen kann, auf Gemeindeebene Politik einzusteigen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn wir uns über Future Economic Systems Gedanken machen, dass es eben auch darum geht, was gehört alles zum ökonomischen System, das eben nicht gezahlt ist. Was ist das für ein Mehrwert, den wir schaffen, den wir vielleicht gar nicht unbedingt wollen betiteln, den wir gar nicht unbedingt monetär bewerten, aber trotzdem müssen wir wahrnehmen. Weil wir haben mehr unbezahlte Tätigkeiten als bezahlt. Wir könnten das gar nicht alles zahlen. Aber trotzdem hat es einen enormen Wert in unserer Volkswirtschaft. Und ich kann jetzt auch nicht einfach da eine Lösung sagen, wie wir das aufnehmen sollen. Aber ich sage einfach, das wäre noch ein spannender Aspekt, wo ich das Gefühl hätte, müssten wir darüber reden, wenn es über Future Economic System geredet wird. Ich hätte natürlich noch ein bisschen mehr Idee, aber ich übergebe jetzt mal der Clara das Wort, genau. Ja. Ja, guten Mittag auch von mir. Ich will vielleicht nochmal auf den Wirtschaftsbegriff zurückkommen. Wir haben an der Konferenz extrem viel in der Pause und so weiter darüber geredet, von was reden wir eigentlich, wenn wir über Wirtschaft reden. Und ich habe wieder festgestellt, dass für mich und ich glaube für viele junge andere der Konferenz auch es extrem zentral ist, zu anerkennen, dass die Wirtschaft nicht etwas Naturgegebenes ist. Dass wir Menschen die Wirtschaft erschaffen und die Wirtschaft nicht einfach etwas ist, was da ist. Dass wir nicht das Gefühl haben, dass es ein Monster Wirtschaft gibt, wo man dann ab und zu muss seine Märkte beruhigen muss, damit es uns nicht aufisst, sondern dass, ja, dass das eigentlich wir die Leute Chefs sind. Und wir glauben, dass mit so einer, ich glaube, dass mit so einer Sicht auf die Wirtschaft man durchaus auch das Interesse bei den Jungen an einem Diskurs mehr fördern kann. Wenn man sagt, hey, das ist etwas, was wir gestalten können, was wir machen können. Dazu vielleicht etwas, was mir sehr aufgefallen ist, was wir den Vortrag zusammen konzipiert haben, Anna und ich, habe ich gemerkt, dass wenn wir in der Schweiz heutzutage über notwendige technologische Entwicklungen reden, dann ist die Standardreaktion, ja, das schaffen wir. Natürlich, wir investieren genug in Bildung, Forschung, vielleicht müssen wir ein bisschen warten, vielleicht ist es ein bisschen teuer, vielleicht hat es einen kleinen Trade-off, aber egal was, irgendwann schaffen wir das. Die Leute, also ich an der ETH, können das für uns. Wenn wir hingegen über die Wirtschaft reden und jemand ansteht und sagt, ich will, dass es so und so ist, ich will, dass wir, keine Ahnung, unabhängig sind von Erdölimport oder so etwas, dann ist die Reaktion, nein, das schaffen wir nicht, das geht nicht, da müssen Sie jetzt wieder auf den Boden runterkommen, da müssen wir realistisch bleiben. Und das ist, wirklich mir sehr aufgefallen, dass es das fast gespiegelt ist. Also im einen Bereich glaubt man, alles ist möglich und im anderen Bereich glaubt man, nichts ist möglich. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht müsste man wirklich ab und zu in der Wirtschaft auch mehr so einen Ingenieurzugang haben. Vielleicht müsste man manchmal einfach wieder anstehen und fragen, okay, was sind die Anforderungen an das System? Was wollen wir? Was haben wir zur Verfügung? Das auflisten und dann anfangen zu denken, gut, und wie können wir das jetzt umsetzen? Ich glaube, in dieser Perspektive sind dann Fragen über grundsätzliche Systemanforderungen nicht mehr einfach Spinnereien. Das ist dann nicht einfach eine schöne Utopie, wenn jemand ansteht und schöne Forderungen aufstellt als Wirtschaftssystem, sondern wenn wir davon ausgehen, dass wir die Wirtschaft machen können, dann müssen wir, glaube ich, sehr stark auch darüber reden, was wir dann wirklich wollen. Und das haben wir Jungen versucht, an der Akademie auch ein bisschen zu machen, indem wir ganz viel einfach wild, ungeordnet Ansprüche an ein Wirtschaftssystem gesammelt haben. Das hat dann so geheißen, in my future economic system, bla bla bla. Und wir haben das gar nicht versucht zu ordnen, sondern wir haben damit eigentlich einfach wollen sagen, hey, wir können uns über Zielsetzung unterhalten, es ist wichtig, weil sonst können wir nie einen schönen, spannenden Zugang haben dazu, wie wir dann das System könnten bauen. Und wir haben jetzt einfach noch mal ein paar ausgesucht, das sind sehr viele gewesen an der Akademie selber. Vielleicht lesen wir sie einfach, vielleicht lese ich sie mal vor. In my future economic system werden Steuern als Investitionen angesehen.
ist Social Entrepreneurship der Normalfall? Bist du der Eigentümer deiner Daten? Gibt es mehr Frauen in Führungspositionen? Gibt es keine Nationalstaatsgrenzen? Gibt es kein wesentliches Erben von Vermögen? Sind Firmen verantwortlich für ihre gesamte Supply Chain? Verstehen wir die tatsächliche Bedeutung von Liberalismus, das Recht auf Selbstentwicklung? Wird Wohlbefinden nicht über das BIP definiert? Sehr oft, wenn jemand ansteht mit so Forderungen, wird erstmal gesagt, das ist nicht realistisch, und zweites Mal wird gesagt, aber da müssen wir gar nicht drüber reden, da sind wir also sowieso einig. Ich glaube nicht, dass wir uns über diese Punkte einig sind. Ich glaube, da hat sehr viele Punkte drin, die zwar sehr grundsätzlich sind, wo wir uns aber nicht einig sind. Das heisst, wir sind jetzt an einem Punkt in der Diskussion, wo wir uns nicht mal können einigen darüber, was eigentlich das Ideal wäre, geschweige denn über Methodik dort hinzukommen. Ich glaube, vielleicht, um das nochmal zu sagen, Techno-Vorreiter von unserer Zeit haben Visionen. Die Leute im Silicon Valley, die haben Visionen. Jetzt steht jemand an und sagt, ich will, dass es so ist und ich glaube, es geht. Und dann kriegt er Risikokapital und dann macht er. In der Wirtschaft, wenn jemand ansteht und sagt, ich will, dass es so ist, lass mich mal machen, keine Chance. Jetzt würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen auf die Struktur der Akademie Engelberg zu sprechen kommen. Die Akademie Engelberg hat als Programmwort Dialogue on Science. Und weiter steht im Programmheft von dem Jahr, steht, the conference provides a pluralistic platform to discuss new ideas through meaningful dialogue between speakers and participants. So wird die Akademie angekündigt. Was wir vorgefunden haben, sind vor allem Keynote-Speakers, vor allem Männer, vor allem ältere Männer, fast ausschließlich europäische Männer. Die haben zum Teil extrem spannende Inputs gegeben. Und ich bin sicher, ich konnte extrem viel profitieren und ich bin sicher, alle anderen auch. Und ich glaube, es ist aus meiner Sicht total legitim zu sagen, wir machen eine Konferenz, wo es darum geht, coole Inputs zu geben. Das ist schön. Für mich entspricht das nicht ganz dem Anspruch auf Dialog, pluralistischen Dialog und so weiter. Und darum glaube ich, wenn man einen echten Dialog will, was man nicht muss wollen, aber wenn man es will, dann muss man vielleicht gewisse strukturelle Änderungen in Betracht ziehen. Und ich habe jetzt wie so drei Themen. Und das erste sind die Jungen. Wir sind ja als Junge an dieser Konferenz extrem herzlich empfangen worden. Man hat uns eingeladen, man hat uns angekündigt, man hat uns zugelassen, man hat uns wertgeschätzt. Und das haben wir extrem genossen. Und ich glaube, das ist extrem schön. Aber wir sind uns auch die ganze Zeit irgendwo der Grenzen von dem Modell bewusst gewesen. Wir haben uns die ganze Zeit immer wieder gemerkt, wir sind eingeladene Gäste, die zu einer gesetzten Akademie Engelberg, wo wir ein Programm vorfinden, wo wir nicht darüber mitgeredet haben, wo wir eine Struktur vorfinden, wo wir nicht mitdiskutiert haben, wo wir eingeladen werden, unsere Meinung am Schluss, so wie jetzt, da heute zum Beispiel, dazu zu geben. Darum haben wir haben Akademie die ganze Zeit unter den Jungen, also unter gewissen Jungen, hin und her überlegt, was man so könnte machen. Und dann, wie wir gerne konkret sind, durch jetzt ein paar konkrete Vorschläge in den Raum stellen. Das eine ist natürlich mehr junge Leute im Stiftungsrat. Etwas anderes wäre wirklich mehr junge Speakers einladen. Und zwar nicht unbedingt dann so framen, als das ist jetzt ein Junge, der darf auch etwas sagen, sondern als vollwertige mit Teilnehmer-Speakers von so einer Konferenz. Was wir uns auch überlegt haben, ist, dass wir die Sommerakademie, die es ja jeden Sommer gibt im Vorfeld, dass wir die auch in die Verantwortung wirklich den Jungen übergeben können. Das heisst, dass nicht die Akademie einen Rahmen setzt, die Akademie, also, oder der Stiftungsrat, der sich als Abgrenzung von den Jungen als der etablierte Stiftungsrat sieht, der einen Professor auswählt, der dann sozusagen eine Schulung macht mit jungen Menschen.
Also das sind so die konkret. Dann der zweite Punkt, wo viel darüber geredet worden ist, ist halt Dialog. Dort ist es einmal wieder gewünscht worden, dass man vielleicht die Form von Frontalpräsentation ein bisschen aufbrechen wird. Wir haben, Anna und ich, als wir das vorbereitet haben, heute, haben wir allen Jungen ein Mail geschrieben, sie sollen doch uns noch schicken, wenn sie auch noch Feedbacks haben, wo wir wollen, dass wir sie da vorstellen. Ich lese jetzt zum Thema Dialog einen kleinen vor. Jemand schreibt: Zudem fände ich eine größere Methodenvielfalt, Klammere, nicht nur Vorträge und Podium, Klammere zu, extrem wichtig. Hier noch ein paar Alternativvorschläge dazu. Silent Brainstorming, World Café oder ein Open Space Konferenz, nebst klassischen Workshops sogar auch Theaterworkshops. Das sind Inputs, die von jungen Leuten kommen. Das dritte strukturelle Ding ist so dieses Pluralismus. Wir hatten an der Akademie schon Gelegenheit zu kritisieren, dass 17 der 17 Keynote-Speakers Männer waren. Aber vielleicht hier einfach nochmal konkret, es müssten halt mehr Frauen in den Stiftungsrat. Weil wenn man mehr Frauen im Stiftungsrat oder auch in der Kommission, die die Themen setzt, wie heißt die? Programmkomitee. Oder auch ins Programm und insbesondere, wenn es um Sprecherinnen geht, auch ins Programmkomitee. Etwas anderes zum Thema Pluralismus, das wir uns noch überlegt haben, ist, dass man grundsätzlich die Themen- und Speakerfindung solcher Konferenzen eigentlich im Vorfeld mit Hilfe der neuen Technologien viel dialogischer und demokratischer gestalten könnte. Man könnte zum Beispiel ein Jahr vorher schon sagen, wir haben uns überlegt, vielleicht mehr in diese Richtung zu gehen oder mehr in diese. Oder wir haben uns überlegt, diese und diese Personen anzufragen für ein Referat. Und dann könnten potenzielle Teilnehmer, Junge und Alte und alle, Kommentare schreiben, sagen, ja, das finde ich toll. Und dann hätte man während der Ausgestaltung des Programms, der Konferenz, schon viele Feedbacks und schon so etwas wie einen Dialog. Und dann, glaube ich, hätten wir auch nicht das Problem, dass die Jungen dahin kommen, sich zwar sehr wertgeschätzt fühlen, aber sich immer nur als Gast fühlen. Ja, das waren strukturelle Inputs meinerseits. Vielleicht einfach noch, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Die Akademie Engelbert ist eben nicht spurlos an uns vorübergegangen. Wir sind dann durchgegangen. Zuerst mal waren wir sehr müde. Aber was wir eben euch jetzt auch noch mitteilen wollten, wir haben in dieser Gruppe der Jungen, die da waren und die sich auch sehr für das Thema interessiert haben, wir haben eine Lesegruppe gegründet, wo wir ganz konkret eben auch solche Paper und Bücher lesen wollen und uns dann darüber diskutieren, wie das weitergehen könnte. Solche Visionen, wie jetzt Clara sie vorhin präsentiert hat. Diese Bilder, die ihr von ganzem Anfang auf dem Programmheft habt, von Che Guevara, von Anonymous mit der Maske, ich glaube, die sind uns allen so gut in Erinnerung, weil sie eben diese Vision hatten und weil sie wenigstens fassbar waren, in irgendeiner Form. Die Vision, sie konnten sie so klar vermitteln, wie dass eine große Menge an Menschen ihnen gefolgt ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt innerhalb von den Jungen darüber diskutieren, vielleicht entsteht da was ganz Schönes, eben auch wie eine solche Vision aussehen könnte. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben mit Gerd an der Akademie selbst schon darüber diskutiert, dass wir vielleicht einen Think Tank gründen wollen, der sich dem ganzen Bereich Generationendialog als Thema setzt und eben auch solche Fragen wie, was bedeutet jetzt eine Überschuldung der AHV oder was bedeutet der Klimawandel, wo man eben nicht so einfach einen Schuldenschnitt machen könnte, für die verschiedenen Generationen. Braucht es vielleicht einen Generationenrat, der von einer ganz anderen Perspektive als links-rechts-politisch versucht, auf ganz konkrete Themen Antwort zu geben? Das ist alles noch sehr frei, eben das ist noch überhaupt nicht etabliert, aber ich denke einfach, es ist auch noch wichtig, dass ich glaube, die Akademie Engelberg, die kann sehr viel erreichen, sie kann sehr viele Gedanken auslösen und wir hoffen natürlich sehr, dass sie jetzt auch unsere Gedanken aufnimmt und vielleicht dann auch für zukünftige Konferenzen mit einbezieht.
Dankeschön. Okay, ganz herzlichen Dank. Es ist sehr gut gewesen. Ich habe es wohltuend gefunden. Wir haben die letzten zwei Jahre meines Erachtens nicht so gute Rückspiegelungen bekommen. Und ich finde das ganz toll. Und dass sie kritisch sind. Und ich habe jetzt gerade, ich habe vorhin gesagt, die Feedback durchgeschaut. Und ein Teil sind Wohlkaffee und so, ist mir da auch drin. Workshop Open Space haben wir schon gemacht. Ja. Zweimal. Mhm. Einmal ist es gut gewesen und zweimal ist es komplett in die Hose. Ja. Und dann wird man einmal wieder an einer Konferenz wieder ein bisschen abgeschickt. Mhm. Und Workshop haben wir letztes Jahr einen Workshop gemacht. Die sind gut angekommen, auch eben mit den Jungen, also die Jungen machen, am Donnerstag am Morgen einen Workshop. Das muss man sicher auch wieder aufnehmen. Ihr habt Sachen gefragt, die gut sind. Wir haben heuer keine Frau gehabt. Wir haben mindestens ein halb Dutzend nachgefragt. Und eine haben wir im Programmheft und die ist dann auch noch ausgestiegen. Und den Satz haben wir mühsam zuerst über eine Frau wählen. Eine, die wir schon mal gehabt haben, von der gleichen Institut, wo der Herr Malhorta war. Er ist dann am Schluss gekommen. Okay. Denke, junge und ausgebildete Ressourcen, das ist alles richtig, was Sie sagen. Wir sind wirtschaftlich auch wirklich ein bisschen langsamer, als wir eigentlich sollten sein in diesem Bereich. Den Klimawandel haben wir natürlich schon als Konferenz gehabt, aber eigentlich auch schon 10 Jahre her. Und wir diskutieren jedes Jahr wieder aufnehmen oder nicht aufnehmen, schon wieder noch ein bisschen warten. Ich habe einmal dazu einen 10 Jahre Memory Report geschrieben, dazu, vor 2 Jahren, wo das aktuell war. Aber ich habe festgestellt, die Memory Report, die lese kein Mensch. Da habe ich gesagt, das mache ich keine mehr. Warum soll ich mir im Sichtfall Arbeit machen, die kein Mensch interessiert? Und Stiftungsrat und Junge, das ist ein Thema, ich würde gerne noch mit Ihnen dann kurz diskutieren über das, was Sie am Schluss gesagt haben. Das interessiert uns schon, da können wir sicher etwas machen an der Akademie Engelberg. Und neue Methoden ist für mich klar, die Jungen im Stiftungsrat, wir haben Frauen im Stiftungsrat natürlich. Und im Programm, im Wissenschaftsausschuss, der Wissenschaftsausschuss ist eigentlich der zuständig ist für das nächste Programm. Dort ist ein Doktorandin dabei, die Vera Eigenauer, die in Heidelberg ist im Moment. Und wir haben einen Jugendausschuss, wo 2 Junge dabei sind. Und Claudine Leisinger, die jetzt ETH Graduate Campusleiter von der Uni Zürich, ist dort Leiterin. Ja. Und wir sind dran, noch auszuweiten. Also, ich kann dort noch junge mehr rein tun. Und ich denke, wir haben im Stiftungsrat, in der Programmkomitee, haben wir in der Regel Frau Wetsch, das war schon eine Kennung, muss ich erinnern. Da haben sie vollkommen recht. Das war eine Kennung. Es war auch ein spezieller gewesen. Das Programmkomitee war ein bisschen speziell gewesen letztes Jahr. Jetzt habe ich aber geschwätzt und ein bisschen Antworten schon gegeben. Jetzt würde ich aber Ihnen das Wort geben, die wo Sie sind oder die, die Fragen haben. Es ist schwierig, Konferenzen zu machen in 3 Tagen, um möglichst viel und möglichst breit zu sein. Was wir machen, ist immer ein Theater, eine szenische Darstellung, die wir immer machen. Das finde ich gut. Und wir probieren interdisziplinär zu sein, das ist für mich oder weniger gut, je nachdem. Aber jetzt meine Pius. Also ich habe bis jetzt 8 solche Tage der Konferenz besucht. Und das erste Mal sind die jungen Leute, die eingeladen waren, sehr gut vorbereitet. Und das war ein Qualitätssprung. Es hat schon junge gegeben, die man echt, also ich kann mich erinnern, wo es wirklich so nicht viel rausgeschaut hat. Aber das ist abhängig auch von mir. Oder? Jetzt, wir haben früher Workshops gehabt, eigentlich Workshops. Und was interessant war, nicht nur mit Jungen, sondern mit Jungen und Alten. Mhm. Und was hier fantastisch ist, ist natürlich, es gibt ein Potenzial von alten Leuten, passionierten Leuten, die einen Erfahrungsschatz bekommen haben, in dem, was sie gearbeitet haben. Und in der Akademie ist der Schatz vorhanden. Und also ich persönlich, statt die Seniorenuniversität zu besuchen, Luzern, gehe ich an die Konferenz, weil das Spektrum ist so vielseitig. Und
Also wir hatten solche Sachen auch mit Dialog-Workshop. Mhm. Aber das braucht einfach Zeit. Oder? Ich möchte, wenn Sie das zusammenfassen, vorne präsentieren. Aber Ihre Anregungen sind sehr gut. Ich als Biologe habe noch Freude gehabt, Grenzen des Wachstums. Das kommt ja als nächstes. Ich hoffe, dass bei der nächsten Konferenz auch Biologie zur Sprache kommt. Unsere biologischen Grenzen. Das nächste Jahr haben wir Grenzen, oder? Ja, genau. Unsere biologischen Grenzen. Gut, das als Kommentar. Okay, sehr schön. Weitere Wortmeldungen, wenn wir bei sich äußern. Peter. Also etwas, was mir gefehlt hat, und ich bin überrascht, dass es da gekommen ist, dass meine Wirtschaft sind ja wir. Also wenn ich da einen Liter Milch kaufe, dann wollte ich etwas und jemand gibt mir es, oder nicht das nicht, und dann muss man sagen, wie viel das kommt. Also der Konsument spielt für mich eine ganz zentrale Rolle, und von dem ist nie geredet worden. Nur immer von der Wirtschaft und von den hohen Löhnen und weiss ich was. Aber dass wir nicht forschen und nicht gross überlegen, woher die Ware kommt und ob die, die es leidlich geredet haben, anständig verdienen, von dem hat niemand gesprochen. Oder habe ich es nicht verstanden, wie es Englisch war? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist richtig. Wobei es ist natürlich schwierig. Das Thema ist so riesengroß, man kann einfach nicht alles beantworten. Und das Einschränken, wo du nicht einschränken, ist immer das nächste Jahr das Gleiche mit Grenzen. Grenzen gibt es bei allem. Jetzt, wo machen wir es? Wir sind dran. Es wird sicher ein Bereich geben, wo Grenzen so unter Mensch, Medizin und der Bereich sind. Und der öffentliche Oben wird das Thema haben, was das schon? Die Grenzen, die Leben und Grenzen, die Grenzen des Lebens, was das? Man kann schon über Spitzenmedizin reden, wie viel selber machen kann man machen, man kann schon Palliativmedizin gehen, man kann zu den Bergsteigen gehen, oder dem, der in die Antarktis latscht, allein, der fast umkommt, der Schwein hat, wenn er nicht umkommt, ist das jetzt, wo dümmer. Das ist nur ein öffentlicher Umgang, wo wir diesen Bereich sicher werden diskutieren. Da gibt es so viele Grenzen. Wir sind ein Bereich, ich habe wählen, für das nächste Jahr habe ich eigentlich die Rolex wählen, weil die Rolex ihre Kontrolle von ihren Uhren so extrem machen. Die schießen ja zum Teil ins Meer ab, 2000 Meter runter. Was passiert mit so? Das ist wirklich an der Grenze der Möglichkeit der Kontrolle, oder? Keine Chance, ein Referendum zu bekommen. Nein, machen wir nicht. Und so gibt es eben immer die Krux, wer komme ich über, wer komme ich nicht über. Aber wir haben für das nächste Jahr bereits 2 oder 3 Frauen fix gebucht. Und zugesagt haben bereits. Und vielleicht gibt es noch die einen oder anderen mehr. Und für den öffentlichen Oben verspreche ich euch, dass es wieder Frauen dabei gibt. Okay. Aber ich einfach noch als Antwort, es ist mir ein enorm wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist das, was ich auch klar will sagen. Es ist eben nicht so, dass die Wirtschaft da ist, sondern dass wir sie formen. Dass wir auch aktiv sagen, wo haben wir den Markt? Eben, dort gehe ich posten oder gehe ich nicht posten. Und ich glaube auch, die Mischung aus Blickwinkel auf das Gesamtsystem und dann aber auch ab und zu aufs Individuum und sagen, wie funktioniert das in diesem System innen und wieder rausgehen, ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Aspekt. Aber eben auch nicht nur in der Wirtschaft, sondern im gesamten. Wir haben ja erlebt, also ich habe ja irgendwann mal Wirtschaft studiert, aber ich habe das Ganze mal. Und wir haben geredet über Marktwirtschaft, die soziale und über Planwirtschaft. Und wir haben erlebt, wie sich die Planwirtschaft grandios verjährt. Mhm. Also wirklich grandios. Mhm. Und jetzt erleben wir auch, wie jetzt der Marktteil, also der Teil Kapitalismus, wieder eher ein bisschen Sagen hat. Und die Zusammenhänge zu schaffen und was das bedeutet, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also man hat immer ein bisschen das Gefühl gehabt, die Wirtschaft, all die zu viel verdienen, aber man hat nicht überlegt, ja warum und welches ist denn das, was man könnte verändern. Der einzige von mir aus gesehen, ist, ich habe seinen Namen nicht mehr, der Italiener. Der Corneo. Ja, der hat, man kann dafür oder dagegen sein, aber das war wenigstens eine Idee gewesen. Das wäre ein Ansatz. Aber ob man nachher
die EU abschaffen, alles ja, abschaffen. Ich schaffe es selber auch. Nur nach Genossenschaft, einmal weltweit. Gut, das ist auch eine Idee. Aber. Gut. Ich habe mir auch mal überlegt, ob man nicht einmal ein Thema aufnehmen für die Akademie, wenn man diskutiert. Oder ich habe es nicht. Wie viel Gewinn muss ein Unternehmen überhaupt machen? Es geht immer darum, dass ein Unternehmen mal muss keinen Gewinn machen. Aber jeder hat Aktien, der etwas haben kann. Und für, die, und für das muss die Dividenden auszahlen, muss er Gewinn machen. Aber wie viel braucht er wirklich? Er muss sich weiterentwickeln, muss er neue können machen, und, oder? Und Löhne wollen es auch noch nicht, auch wenn die Löhne wollen, einführen und gleich noch, es hat immer noch Geld. Ja, und es geht noch viel weiter. Es geht darum, dass sie alle Vierteljahr beweisen, dass sie Gewinn gemacht haben, oder? Sonst wird dann das Kapital abgezogen. Also die Idee von der Kontrolle dann. Das ist ein mechanisches System, das bei uns zu drauf kann. Ja. Okay. Weitere Worte. Ich finde es schön, wir können so ein locker diskutieren im Moment. Das ist auch über die Akademie. Ich finde das sehr gut. Ich finde die Inputs gut. Noch weitere? Ja, ich habe eine Frage. Ja. Sie studieren jetzt Wirtschaft oder Ökonomie. Und ich habe eine Stelle gehabt, nach dem Zusammenhang finanzieller, dass in den USA die Studenten die Wirtschaft massiv abgenommen haben. Wie sieht das überhaupt in der Schweiz aus? Oder in Ihrem Umfeld, wo Sie studieren? Was sagt man über das eigentlich? Also man hat ja wir haben eine Hochschule in Luzern, wo man Wirtschaft studieren kann. Und jetzt neu ist das Universität auch noch Wirtschaft machen, oder? Wie sieht das aus? Also, was man sicher nicht kann sagen, ist, dass die Zahlen abnehmend sind. Ich habe vorher erzählt, ich habe an meinen Prüfungen für das Assessment von Wirtschaft, wo ich nachholen musste, weil ich von Psychologie zu VWL im Master gewechselt habe, hatte ich Prüfungslauf Nummer 1480. Und ich bin mit S nicht die allerletzte im Alphabet. Es ist also definitiv immer noch steigend, wer anfängt. Die Frage ist nachher, wie viele aufhören. Und ich glaube, gerade im Bereich Volkswirtschaft sind es nicht so viele. Es sind dann vielleicht noch 150. Also es ist nicht mehr so viel. In der Schweiz ist aber so ein bisschen als Antwort auf die böse Wirtschaft auf die Wirtschaftssysteme ist jetzt nicht ein wahnsinnig gravierender Wechsel gehabt. Es hat ja zum Beispiel auch in Cambridge hat Studenten gehabt, die ganze Vorlesungen dann boykottiert haben, weil sie gefunden haben, hey, die Modelle könnt ihr nicht weiter lernen oder lehren respektive, wenn wir draussen sehen und Zeitung lesen, dass es eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und in Zürich hat es eine ganz kleine Gruppe gegeben an Studenten, die einen Brief geschrieben haben an das Institut, an die Fakultät geschrieben haben, hey, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was wir in unseren Modellen lehren. Zum Beispiel wieder Einführungsvorlesung, Mikro, es wird die ganze Zeit über diese Modelle geredet und in der allerletzten Vorlesung kommt dann noch der Vermerk, übrigens, es gibt dann da noch so ein paar Annahmen, die müssen erfüllt sein. Und es gibt dann da noch die Externalitäten und die müssen wir vielleicht dann auch noch anschauen. Aber weder wird es geprüft, noch wird es tatsächlich weiterverwendet. Und ich glaube, das sind schon noch so Sachen, die man wie so. Also ich habe jetzt in Zürich nicht das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Antwort von den Studierenden kommt auf das jetzige Funktionieren der Wirtschaft. Aber die Schweiz ist natürlich, ich glaube, das ist sich schon bewusst und sind sich ganz viel bewusst. In der Schweiz geht es im Moment relativ gut im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen die Idee, dass es heisst, unser System funktioniert ja auch recht gut. Ich tue mal so weitermachen, ist eine relativ bequeme und einfache Antwort. Was? Aus Ihrer Sicht, Sie sind ja Ingenieurin. Ja. Das ist doch schon ein bisschen, Wirtschaft ist ja meistens ohne Ingenieurstudium. Also ich glaube, bei uns beiden Ingenieuren, Studierenden, interessiert sich jetzt die wenigsten für die grossen volkswirtschaftlichen Fragen. Ich glaube, was vielleicht schon immer mehr kommt, ist, dass man sagt, es wäre gut, halt so Management-Zusatzausbildungen machen und so weiter, um dann auch können irgendwie im wirtschaftlichen Kontext seine Ingenieurtätigkeit anwenden. Aber ich glaube, ich sehe, für mich persönlich ist Wirtschaft nicht irgendwie etwas
anders als grundsätzlicher gesellschaftlicher politischer Diskurs. Das gehört dort einfach rein. Und das ist einfach ein Teil und das ist irgendwo eine Betrachtungsweise. Aber ich finde nicht, dass ein interessierter Bürger von der Schweiz kann sagen, er interessiert sich nicht für Wirtschaft. Und ich glaube schon, dass man das durchaus auch könnte, oder die Sicht mehr könnte fördern, allgemein bei allen Studierenden. Ich glaube schon, dass man könnte auch bei den Ingenieurstudenten mehr verschiedene Massnahmen machen, aber grundsätzlich mehr fördern, dass sie auch teilnehmen an einem gesellschaftlichen Diskurs, wo Wirtschaft natürlich ein wichtiger Teil drin ist. Aber es passiert überhaupt nicht. Also meine Beobachtung von der ETH Lausanne, wo ich war, ist, da tut jeder seine Sachen löten im Keller. Das macht auch Spass. Und ja. Und träumt vielleicht insgeheim noch vom Silicon Valley, bei den Informatikern. Aber zugeben tut man es eigentlich nicht, weil eigentlich ist man glücklich mit seinem Keller an der ETH. Das ist... Okay, ja. Ja, wir sind ja hier noch tätig, oder? Das ist ein gutes Thema in der Wirtschaft. Und ich komme aus, ursprünglich Jurist und bin dann im Bankgeschäft gewesen. Und wenn wir da die Entwicklung sehen, in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren, spricht alles von Ethik, oder? Und wenn man so jetzt die Wirtschaft oder die Entwicklung anschaut, oder, ist alles korrupt. Also, Entschuldigung, das kommt vor, sind immer korrupter, oder? Mhm. Wie, was für eine Stellenwert hat die Ethik in der Ausbildung? Das haben wir auch also wir haben, glaube ich, also jetzt ganz konkret in der Ausbildung, wir haben, glaube ich, im Bachelor gibt es 2-3 Seminare zum Thema Ethik, Business Ethics. Im Master gibt es ebenfalls wieder 1-2 Seminare. Es wird aber eben, es ist ein sehr gesonderes Thema. Wie ich gesagt habe, mit der Ausbildung, es langt nicht, wenn wir Nachhaltigkeit oder Ethik als ein Fach lehren, sondern es müsste eben eigentlich ja durchgehend sein. Ganz. Und ich habe das Gefühl, Ethik, es wird immer so als nice to have, nebendran noch ein bisschen noch wahrgenommen. Obwohl es eben eigentlich ja schon so lange ein Thema ist und auch oft darüber diskutiert wird. Aber in der Ausbildung selber habe ich das Gefühl, es ist nicht und es ist sicher nicht ein obligatorisches Fach. Also man kommt gut durch, ohne so ein Fach zu besuchen. Ja, ich habe das Gefühl, dass mit mehr Vorschriften noch mehr Lenkungen, oder, wie man da jetzt versucht zu machen, erreicht man eigentlich nicht. Oder? Nein, nein. Also, das braucht eine andere Einstellung. Genau. Oder, genau. Ja, dass das überhaupt gelebt wird, oder? So nachher dann haben wir von zur Planwirtschaft, oder? Ich glaube, das ist sowieso, also wir können natürlich, wenn es ums Bildungssystem geht, auch in einen riesigen Diskussionskomplex hinein. Also das ganze Punkte sammeln an der Uni, dass man versucht, seinen Bachelor in 3 Jahren abzuschliessen, dass man halt muss die 10 Punkte in VWL, die 10 in BWL und so machen, dass du natürlich A, fördert das ganz viel einfach die Standardvorlesungen besuchen und dann auch die, wo man relativ einfach Punkte rasch noch bekommt. Und es tut natürlich auch das ein bisschen auseinander, dass man als Studierende vielleicht einfach nur eine Vorlesung mal besucht, weil man sie spannend findet. Weil man sagt, ja nein, eigentlich müsste ich ja jetzt noch die Übung besuchen, weil ich weiss, jetzt gibt es 6 Punkte und das hilft mir dann mehr, zum schneller abschliessen. Und so natürlich auch Professorinnen und Professoren die Flexibilität nehmen, mal ein ganz aktuelles Thema einfach so rasch in den Unterricht zu bringen, weil sie eigentlich in einem relativ harmonisierten Programm, irgendwie, wenn es heisst, es ist ein Advanced Macro, müssen sie halt auch den Stoff da rein bringen, damit ich dann eben auch nach Kopenhagen kann gehen, um zu studieren und weiss, dass ich das Fach schon besucht habe. Also es gibt natürlich, es hat mega viele Vorteile, es tut uns Mobilität wahnsinnig erleichtern und gleichzeitig tut es auch alles in einen sehr engen Rahmen pressen. Und dann ist eben gerade so ein Fach wie Ethik, ist es nice to have, wenn man noch ein bisschen Zeit hat und vielleicht Glück hat, wenn es ein Professor ist, der einem schnell die Punkte gibt oder so. Okay. Gut. Seht ihr schon gut? Haben wir es gehabt? Wunderbar. Also ich möchte euch beiden ganz, ganz herzlich danken. Ich habe das obligate Geschenk für alle Referenten, die haben euch auch mitgebracht. Das ist toll, Alice. Schön, Nico. Ein kleines Trinkgeld nicht dazu getan. Danke vielmals. Danke vielmals. Und meine Herren, wir gehen jetzt ein Stück höher zum Lunch. Ich freue mich sehr, wenn Sie alle dabei sind. Und wir haben im November noch mal einen Anlass, wo der Professor Norbert Blom, ehemals Uni Bern, wieder referiert über Generationendialog. Spannend. Sie dürfen gerne kommen, wenn Sie Zeit haben. Jetzt
freue mich, dass Sie da sind. Danke Ihnen, wünsche Ihnen einen recht guten und freue mich aufs Nächste. Danke.